In diesem Video erzähle ich die Geschichte einer ganz besonderen Begegnung. Mich zieht es abends jetzt immer gerne raus, denn wenn es jetzt so lange hell und so warm ist, dann hat man ziemlich gute Chancen, Tiere zu treffen. Und ich war ja jetzt die letzten Male schon draußen bei uns hier im Wald und habe einige Rehe fotografiert und beobachtet. Und meine Mission heute ist der Fuchs. Und ich habe jetzt mal geschaut, wo sich der Fuchs ungefähr aufhalten könnte. Und ich bin jetzt hier auf einer Wiese mit mehreren Obstbäumen. Und da ganz hinten steht eine relativ große Kirsche. Und ich habe da schon gesehen, dass sich der Fuchs auf jeden Fall an den Kirschen bedient. Denn hier auf dem Weg verteilt und am Wegesrand sind lauter kleine Häufchen, also die Losungen vom Fuchs, in der Kirschkerne enthalten sind. Das ist ein ganz gutes Zeichen dafür, dass ich hier auch Füchse antreffe. Und ich weiß ja auch vom letzten Mal schon, wer mein Video zuletzt gesehen hat, dass hier irgendwo in der Nähe auch ein Geheck ist. Die Welpen dürften jetzt schon etwas größer sein und sollten aber auch schon die Gegend hier durchstreifen. Also wenn ich Glück habe, dann treffe ich vielleicht sogar auf Welpen. Wir schauen jetzt aber einfach mal. Ich habe mich jetzt erstmal hier am Wegesrand hingesetzt. Es ist auch noch relativ früh. Und ich werde jetzt gleich mal meine Tarnung auspacken und mich ein bisschen weiter vor zu dem Kirschbaum bewegen und schau dann einfach mal und hoffe, ob ich vielleicht so eine tolle Begegnung machen kann. Ich glaube, es kann losgehen. Ich werde mich jetzt mal gleich über die Wiese in der Nähe zur Kirsche begeben und schaue mal, ob ich dort gleich den Fuchs antreffen werde. Ich habe eine Weile an meinem Ansitzplatz gewartet und neben mir sind ständig die Buntspechte zwischen den Obstbäumen hin und her geflogen. Buntspechte bevorzugen einen strukturreichen Wald mit Alt- und Totholz als Lebensraum. Werden die Wälder immer mehr aufgeräumt und großzügig bewirtschaftet, breitet er sich zusehends auch in der Nähe der Menschen aus. Man sieht ihn daher sehr häufig in Parkanlagen oder Gärten.
Und ein sehr markantes Zeichen ist ein unverfehlbarer Kicksruf. Ich wartete, saß, beobachtete und lauschte. Und ich hätte abschließend echt nicht mit solch einer Begegnung gerechnet. Und das ist das Foto, welches an diesem Abend entstanden ist. Es ist für mich eines der besten Ergebnisse, die ich in meiner Wildlife-Fotografie erreicht habe. Das Format ist nicht gecroppt, der Fuchs perfekt mittig ausgerichtet, eingerahmt von beiden Grashalmen, die rechts und links vertikal entlang gehen. Der dunkle Wald im Hintergrund verschwimmt perfekt im Bouquet. Das Bild ist mit ISO 320, Blende 5.6, 400 mm und einer 1/60 Sekunde aufgenommen worden. Ohne Stativ mit der Fujifilm X-T4. Oh Mann, habt ihr diese Aufnahmen gesehen? Ich hatte ja vor, heute rauszugehen, Tiere zu beobachten und im besten Fall auch Fotos und Filmmaterial zu sammeln. Aber ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass solch ein Moment passiert. Das ist so unglaublich krass, finde ich. Ich saß da und hatte eigentlich erst ein paar Buntspechte beobachtet, wie sie den Baum hochklettern, wie sie zum Teil klopfen, wie sie rufen. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt hier eh sitze, dann klar, warum mache ich nicht ein paar Fotos und Aufnahmen von den Buntspechten? Und manchmal ist es ja eh so, dass man irgendwo ansitzt und irgendwas Unerwartetes passiert. Ob jetzt nun sich kein Tier zeigt oder ob sich ein Tier zeigt, ist es natürlich immer Glückssache, dass dann auch wirklich zu dem Zeitpunkt, in dem richtigen Moment ein Tier kommt. Und ich glaube, ich hatte da ziemliches Glück. Und jedenfalls, ich habe die Buntspechte beobachtet und habe da auch die Kamera drauf gehalten und dann höre ich auf einmal hinter mir so ein leichtes Kraspeln, so als würde irgendwas durch den Wald laufen. Und ich gucke dann so ein bisschen zur Seite und dann sehe ich auf einmal eine Silhouette vom Fuchs. Und ich dachte mir, okay, Kamera in die Hand, wie kann ich den irgendwie festhalten? Und dann habe ich aber schon gesehen, der ist Richtung Wald gelaufen, in den Wald direkt vorhinein. Und dann dachte ich, okay, dann war das halt eine schöne Begegnung, wird aber nicht mehr. Und dann gucke ich noch, ob der Buntspecht da war und schaue wieder nach vorn. Und auf einmal steht sie vor mir. Und es war eine Fee. Und vielleicht habt ihr ja auch erkannt, dass als sie sich so seitlich gezeigt hat, dass man das Gesäuge gut erkannt hat. Das heißt, hier ist irgendwo auch noch das Geheck. Und ich habe ja eh vor, irgendwie nochmal, wenn es zeitlich passt und wenn ich Glück habe, die Welpen zu beobachten. Und Bau habe ich gefunden. Mittlerweile saß ich immer mal da
und habe keine Aktivität entdeckt. Und hier kraspelt es schon wieder neben mir. Es ist wahrscheinlich ein Vogel, aber trotzdem, ich bin immer noch so komplett aufgeregt. Und das ist so unglaublich. Holy shit, was ist das für ein krasses Erlebnis heute gewesen? Ich gehe oft raus und habe eigentlich keine Erwartungen, auch wenn ich vorhabe, Tiere zu beobachten und Tiere zu sehen. Und das ist für mich dann immer noch so ein krasses Zeichen irgendwie, dass man eins mit der Natur wird, dass das ein richtiges Geschenk von der Natur ist. Und ich hoffe echt und ich glaube auch wirklich, dass einige solcher Momente noch folgen werden. Unbeschreiblich, unbeschreiblich. Vielleicht habt ihr ja auch mal solche Momente gehabt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Mich würde das echt mal interessieren, wie ihr euch dann auch danach fühlt, wie ihr das ja, erlebt. Und ganz krass auf jeden Fall. Die Leute, die mich kennen, die werden jetzt wahrscheinlich noch tagelang von diesem Erlebnis hören. Entschuldigung auch nochmal an der Stelle, dass ich hoffentlich auch nicht nerve damit. Aber jedem, der das machen möchte und jedem, dem das möglich ist, rauszugehen, zu fotografieren und auch wenn es nicht fotografieren oder filmen ist, sondern einfach nur rausgehen, beobachten, die Natur auf sich einwirken lassen, dem kann ich auf jeden Fall empfehlen, mach das. Es befreit den Geist, es tut unglaublich gut, es fördert die Kreativität. Ich habe noch nie so krasse Momente erlebt, wie wenn ich für ein paar Stunden hier draußen war und einfach mal nur so für mich sein konnte. Und das ist wirklich viel wert. Also man merkt auf jeden Fall, die Natur tut einem unglaublich gut. Und einfach mal zu Gast hier zu sein und ja, zu entspannen, das sollte auf jeden Fall jeder irgendwie in seinen Alltag einbauen. Ich werde hier auf jeden Fall noch ein paar Mal vorbeikommen, denn ich glaube, diese Wiese hier ist ziemlich gutes Potenzial für Wildlife. Und die Stelle an der Kirche ist ganz gut und ich habe jetzt hier beim Zurückgehen auch gesehen, dass hier auch noch einige Wechsel sind und vielleicht setze ich mich mal in die andere Richtung und habe den Blick in eine andere Perspektive. Und das Schöne hier bei der Wiese ist halt, dass wir hier direkt am Wald sind, beziehungsweise sie ist zwischen dem Wald. Und bis vor kurzem stand sie auch noch ziemlich weit hoch vom Gras her und die wurde jetzt gemäht. Ist natürlich dann auch nochmal sehr cool für Füchse, denn die Hauptnahrung von Füchsen sind ja bekanntlich Mäuse. Und auch wenn sie hin und wieder Kirschen fressen und Insekten und Weichtiere, gerade wenn die Wiesen gemäht sind, dann sind natürlich auch die Mäuse ersichtlicher. Und ja, vielleicht erwische ich einen ja auch nochmal bei der Jagd.